So. Ebene U17. Also theoretisch müsste Gottes Hand ja auch bald auftauchen. Gottes Hand. Weiß, der hat gesagt. Ebene U20? Aber ich hatte das auch schon in früheren Ebenen. 19. 21, also spätere Ebene. Mal gucken. Mal Lucky Lucky machen, nicht? Ah. Ich weiß, ich habe in irgendwelchen früheren Folgen das schon mal erwähnt. Ich glaube zuletzt in der Hafenstadt. Aber die Musik in diesem Spiel ist einfach großartig. So, Energielevel von meinen Charakteren. Sieht aus wie... Alles noch im grünen Bereich. Du bist so ungul. Haha, haha. Nein, es sind Gule, aber... bist ungul. Flüchtest vor mir, hallo? Krafttrank gefunden. Tudu. Tudu. So, das war ja der Baum. Da, da war das Viech. Klingenrute. Aha. Bisschen Orks. Das andere war, wie hieß das andere Viech? Kampforg oder sowas, ne? Wir werden es wohl nicht rausfinden. Oink, wartet ab. Ich dachte, das sind Orks und keine Schweine. Schweinork. Kaboom. Ein Kraftwasser. Ah, noch hier die Ghule und Skeletor und das Grüne sind keine Ghule, das sind Zombies, alles klar. Ich glaube, soweit kann ich mich dran erinnern, dass das Zombies waren. Da, Zombie, sag ich doch. Monstren klatschen. Immer wieder schön. Mhm. Da ist nichts weiter. Aber da kreiselt noch so ein Zombie-Ghoul irgendwas rum. Nice. Auch wenn das jetzt wieder ein leerer Raum ist, es hat sich wenigstens gelohnt, um ein paar Monster zu klatschen. Und ich muss Seeland hochheilen, sehe ich gerade. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe da wieder voll aus dem Blick verloren. Schnisch gut. Die schnisch gut. Jo, Sackgasse. Eine Sackgasse. Hab. Ebene 18. Eisenhemd. Hab dich. Klatzenwicht. Ich habe schon wieder vergessen, Seeland zu heilen. Oh, Seeland-Moon. Oh, jetzt gibt's Schläge. Jeder Anime-Fan schlägt mich jetzt.
Aua, 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 aua. Ich sag besser nichts mehr. Zauberer? Falsche Taste. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Immer und immer wieder. Stärker. You know, Selan hatte das jetzt echt nötig. Das sieht schon sehr lohnenswert aus. Ach ja, Königsgoblin. So hießen die Viecher. Ja, moin. Weil ich vorhin noch gesagt habe, ja, wir werden es wohl nicht rausfinden. Tada! Rausgefunden. Ich habe es für Sie herausgefunden. So, dann haben wir die Monstren auch weggeklatscht. Da. Mantel. Ein Mantel. So. Krafttrank. Le Büsch. Aber nichts. Nichts. Keine Felder zum Heilen oder so. Ist echt traurig. Also da könnte das Ding hier schon ein bisschen großzügiger sein, finde ich. Aber na gut. Also ich habe jetzt gedacht, dieser Durchgang der Ahnenhöhle ist folgenweise und ist jetzt auch ein Teil vom Hauptdurchgang des Spiels, einfach damit es dabei ist. Und wie du vielleicht gerade schon mal festgestellt hast, kommt das hier auch in so kleine Schnipselchen. Genau. Und also für Ruhe. Und ein weiterer Durchgang der Ahnenhöhle, wenn ich hier das dann nochmal so durchlaufe und Bock drauf habe, dann kommt das Ganze in einem Stück. Und da man durch für so einen Durchgang durch die Ahnenhöhle schon mal gut und gerne 3-4 Stunden braucht. Jo. Wird das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht ganz so häufig passieren, glaube ich. Aber ich habe es vor. Ich glaube, der Durchgang jetzt durch die Ahnenhöhle ist ja schon eine Stunde. Und ich bin bei Ebene 18, 19 war das jetzt gerade. Moment, ich Blutball. Yay. Monster. Kein Überraschungsangriff. Gut. Ja, das ist immer so ein Ding. Die drehen sich dann um, genau wenn du auf die zuläufst und dann ist ein Überraschungsangriff, dann hast du geschissen. Oh nein. Mir hat's gerade Seeland gerissen. Gaga. Mist. Doof. Aber ich glaube, ich habe so einen Heilsirup oder sowas noch im Inventar. Irgendwie sowas habe ich bestimmt gefunden. Nicht Zauber, Tasche. Heiltrank. Blup. Sehr gut. Da ist sie wieder. Überraschungsangriff. Kein Überraschungsangriff. Ich habe echt mehr Glück als Verstand in dem Spiel.
Und ich müsste mal wieder die Rüstung checken. Ich habe ja schon wieder 2-3 Teile eingesammelt. So, Klatzenwicht gibt's hier nicht. Haben wir erstmal platt gesemmelt.